Für Foucault letztlich nur eine Störung des kapitalistischen bürgerlichen Funktionsmodus dar, die durch Rehabilitierung behoben werden kann. Der Begriff Krankheit hingegen betont den individuellen Leidensdruck. Es mag verwundern, dass gerade Hegel als Systemdenker auf den Begriff Störung verzichtet. Die Tatsache, dass er den Begriff Krankheit jenseits zeitlich verhafteter Pragmatik bevorzugt, macht deutlich, wie defizitär eine einseitige Sichtweise à la Foucault ist. Zugleich darf der Blick auf die Verrücktheit nicht hegemonial durch die Psychologie gelenkt werden. Sie ist mehr als ein individuelles Leiden. Im Gegensatz dazu bedient Hegel mit einigen Einschränkungen sowohl die prozessual-systemische als auch die individuelle Sichtweise. Die von Hegel beschriebenen Formen der Verrücktheit, wohlgemerkt im Jahr 1830, lassen sich natürlich nur schwerlich in den Begrifflichkeiten der modernen Psychologie verorten. Er unterscheidet zwischen drei Hauptformen. Die Verschlossenheit des Geistes, das in sich versunken sein, ist in jeder Form der Verrücktheit einerseits das Allgemeine, bildet aber andererseits, insofern es bei seiner Unbestimmtheit und Leere bleibt, eine besondere Art des verrückten Zustandes und stellt damit die erste zu untersuchende Hauptform der Verrücktheit dar. Hierher ordnet Hegel Blödsinn, Zerstreutheit und Faselei. Sobald das Unbestimmte in sich versunken sein einen bestimmten Inhalt bekommt, hält es jene bloß subjektiven Vorstellungen, an die es sich kettet, für etwas Objektives. So zeigt sich die zweite Form der Verrücktheit, die eigentliche Narrheit. Vergleicht nun der Verrückte seine bloß subjektiven Vorstellungen mit seinem objektiven Bewusstsein und entdeckt deren herrschenden, schneidenden Gegensatz, so gelangt er zu dem unglücklichen Gefühl seines Widerspruches mit sich selbst. Denn was dem Wahn der Seele entgegensteht, ist nun gleichsam für dieselbe. Die Seele befindet sich so in der dritten Form der Verrücktheit, dem Wahnsinn oder der Tollheit. Im Wahnsinn reißt eine besondere Vorstellung die Herrschaft über den vernünftigen Geist an sich, weshalb die Besonderheiten des Subjekts, das sind natürliche und durch Reflexion entwickelte Triebe, hervortreten und das Joch der sittlichen Gesetze abwerfen. Moralische und sittliche Gefühle werden dabei aber keineswegs exkludiert, sondern besitzen gerade wegen des unvermittelten Gegensatzes im Wahnsinnigen eine erhöhte Spannung. Für die Seele bedeutet dies ein verzweiflungsvolles Streben aus dem schon in der zweiten Form der Verrücktheit vorhandenen, aber jetzt erst gefühlten Zwiespalt wieder zur konkreten Idealität mit sich, zur inneren Harmonie ihres in einem Mittelpunkt ihrer Wirklichkeit beharrenden Selbstbewusstseins zu gelangen. Abschließend erläutert Hegel mögliche Heilverfahren, die, um der Form und Ursache dieser Krankheit gerecht zu werden, ebenfalls teils physisch, teils psychisch sind. In der Verrücktheit ist das Leibliche und Geistige untrennbar verbunden. Ausgangspunkt oder Heilungsursache können folglich nicht trennscharf zugewiesen werden. Die Verrücktheit ist eben nicht abstrakter Verlust der Vernunft, sondern ein Widerspruch in derselben. Weshalb auch die psychische Behandlung der Verrücktheit den Kranken als Vernünftigen voraussetzen muss. Bei der Beschreibung von Heilverfahren geht es Hegel in der Tat um den individuellen Leidensdruck und um eine moralisch-menschliche Behandlung der Betroffenen. Eine durch und durch moderne Haltung. Neben den erläuterten Formen und Heilverfahren der Verrücktheit ist für den Untersuchungszusammenhang vor allem deren Funktion von entscheidender Bedeutung. Denn hier findet sich eine einzigartige und völlig neue Sichtweise. Sowohl die Stellung als auch die Funktion der Verrücktheit belegen ihre Notwendigkeit. Dies kann bei der Analyse jedoch nur herausgearbeitet werden, wenn Hegels Fokusumkehr nicht unterlaufen wird. Der freie Geist ist für sich nicht krank. Solange er jedoch den Zustand der Seele an sich hat, ist er als Natürliches und Seiendes bestimmt und deshalb, insofern dieses Sein unaufgelöst in seinem Bewusstsein ist, der Verrücktheit, der sich in ihm festhaltenden Endlichkeit fähig. Die Verrücktheit ist also keine Krankheit des Geistes, sondern der fühlenden Seele. Die Anreicherung der Seele mit Selbstbezüglichkeit im Rahmen der Anthropologie kann nur durch die notwendige Ausbildung von Trennung und Unterscheidung vonstatten gehen. In diesem Kontext setzt Hegel die Verrücktheit als zweite von drei notwendigen Entwicklungsstufen, die die fühlende Seele im Kampf mit der Unmittelbarkeit ihres substanziellen Inhalts durchläuft. Dabei weist er ausdrücklich darauf hin,
dass die Verrücktheit als Paradigma für Trennung ein notwendiges Entwicklungsmoment des Bewusstseins ist, was nicht bedeutet, dass jedes Individuum notwendigerweise aus dem Bewusstsein zurück in die Verrücktheit verfallen muss. Diese Annahme wäre ein Trugschluss, der sich lediglich aus dem Außerachtlassen des systemisch-progressualen Programms von Hegel ergibt. Die Verrücktheit markiert in diesem Prozess gerade nicht ein vermeintliches Auseinanderfallen von Leib und Seele, sondern vielmehr einen Punkt, an dem die Seele in ihrer Entwicklung aus sich selbst heraus scheinbar nicht mehr weiterkommt. Die Verrücktheit wird von Hegel genau an der Stelle eingeführt, an der die Negation der Negation vorbereitet werden muss. Eben dies kann meines Erachtens nur erfolgen, wenn der Widerspruch für die Seele durch die Verrücktheit gesetzt wird. An diesem Punkt bedarf es in Hegels System offensichtlich eines externen Anstoßes, insofern die Seele hier passiv zu bleiben scheint. Bereits in Paragraph 398 seiner Enzyklopädie bezeichnet Hegel das Erwachen der Seele als Urteil, welches durch den Blitzschlag der Subjektivität geleistet wird. Jener Blitzschlag scheint an dieser Stelle ein Blitzschlag der Verrücktheit zu sein. Denn die Funktion der Verrücktheit besteht darin, innerhalb der fühlenden Seele eine notwendige Urteilung zu schaffen, indem der Gegensatz als solcher für die Seele gesetzt wird. Die Verrücktheit ist demnach vor allem eins: Widerspruch, Bruch, Urteil, und nimmt die denkbar zentralste Stelle in der Anthropologie ein. Zunächst besetzt die fühlende Seele die Stelle der Vermittlung. Die Seele tritt dabei ins Verhältnis zu ihrem unmittelbaren Sein und reichert sich mit Selbstbezüglichkeit an. Die Seele ist innerliche Individualität, Subjektivität des Empfindens. Jedoch ist ihre selbstische Individualität dabei noch unvermittelt. Das heißt, der Widerspruch des Subjektiven und Objektiven ist als unmittelbar in der fühlenden Seele gesetzt. Indem sie nun zum Urteil in sich erwacht, setzt sie jenen Unterschied in sich, baut dabei jedoch erneut ein Spannungsverhältnis auf, da die Seele bereits ein individuelles, einzelnes, mittelbares, zugleich jedoch unmittelbare allgemeine Naturseele ist und somit jenen Widerspruch zwar schon an sich, aber noch nicht für sich hat. Erst durch die Verrücktheit gelingt es, diesen Widerspruch für die Seele zu setzen, denn erst in ihr kommt das Subjektive in direkten Gegensatz zum Objektiven. Um diesen Widerspruch darzustellen, muss Hegel bei der Betrachtung der Verrücktheit das verständige Bewusstsein, von dem gilt, dass es auf eben diese Weise entstanden ist, antizipieren. Das Subjekt ist also schon zum beständigen Bewusstsein gebildet, aber dabei zugleich, ich zitiere, noch der Krankheit fähig, dass es in einer Besonderheit seines Selbstgefühls beharren bleibt, welches nicht zur Idealität zu verarbeiten und zu überwinden vermag. Zitat Ende. Bereits das Verb verrücken kann diesen Vorgang in seiner Bedeutung als verrücken von der bisherigen Stelle oder gar als aus der richtigen in eine falsche Lage bringen erhellen. Auf die fühlende Seele angewendet ist das eine Verrückung innerhalb der Seele, welche ihr passiv zufällt. Es ist ein unvollkommenes, direktes Entgegensetzen eines zunächst bloß Verschiedenen. Für das Individuum bedeutet dies, dass das konkrete Ich aus dem Mittelpunkt seiner Wirklichkeit herausgerückt wird, zugleich aber noch ein Bewusstsein seiner Wirklichkeit behält und daher zwei Mittelpunkte, einerseits im Rest seines verständigen Bewusstseins, andererseits in seiner verrückten Vorstellung bekommt. Ich zitiere: Während im Somnambulismus die beiden in einem Individuum vorhandenen Persönlichkeiten einander nicht berühren, das somnambule Bewusstsein vielmehr von dem wachen Bewusstsein so getrennt ist, dass keines derselben von dem anderen weiß, und die Zweiheit der Persönlichkeiten auch als eine Zweiheit der Zustände erscheint, sind dagegen in der eigentlichen Verrücktheit die zweierlei Persönlichkeiten nicht zweierlei Zustände, sondern in einem und demselben Zustand, sodass diese gegeneinander negativen Persönlichkeiten, das seelenhafte und das verständige Bewusstsein, sich gegenseitig berühren und voneinander wissen. Zitat Ende. Die vermittelnde Funktion der Verrücktheit ermöglicht schließlich den Fortgang des doppelten Befreiungskampfes, den die Seele mit ihrer Unmittelbarkeit zu führen hat. Es besteht dabei jedoch noch keine wahrhafte Einheit des Subjektiven und Objektiven, denn der Gegensatz von Einheit und Trennung ist noch unvollkommen.
Das abstrakte Subjekt ist nur für sich, nur subjektive Identität des Subjektiven und Objektiven und noch nicht wahrhafte objektive Einheit beider. Ich zitiere: Um zu dieser vollkommenen Trennung zu gelangen, muss die fühlende Seele ihre Unmittelbarkeit, ihre Natürlichkeit, die Leiblichkeit überwinden, ideell setzen, sich zu eigen machen, dadurch in eine objektive Einheit des Subjektiven und Objektiven umbilden und damit sowohl ihr Anderes aus dessen unmittelbarer Identität mit ihr entlassen, als zugleich sich selber von diesem Anderen befreien. Zitat Ende. Dieser Schritt gelingt erst in der Gewohnheit, zu der die Seele, welche an sich absolute Idealität ist, nur gelangt, indem sie den durch die Verrücktheit gesetzten Widerspruch, durch die Negation der Negation, das ist die Herabsetzung des unmittelbar Seienden zu einem bloßen Momente, aufhebt. So überwindet die Seele ihre Leiblichkeit, tritt in der abstrakten Freiheit des Ichs hervor und wird damit Bewusstsein. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was hat das Ganze nun mit Politik zu tun? Eine ganze Menge. Für Hegel, und an dieser Stelle teile ich seine Ansicht, ist die Verrücktheit aus phänomenologisch-struktureller Perspektive betrachtet genau das, was im Terreur der Französischen Revolution zum Tragen kam. Das blinde Festhalten an einem besonderen Gefühl, durch das sich das subjektive Gewissen zum Absolutum hypostasiert und zu einer antiinstitutionell auftretenden Subjektivität verkommt, die schließlich ihre eigene Destruktion herbeiführt. Sie ist die Furie des Zerstörens, die, ich zitiere, zur Wirklichkeit sich wendend, im Politischen wie im Religiösen, der Fanatismus der Zertrümmerung aller bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und die Hinwegräumung der einer Ordnung verdächtigen Individuen, wie die Vernichtung jeder sich wieder hervortun wollenden Organisation wird. Zitat Ende. Doch dies nur als Randnotiz. Für eine normative Theorie der Verrücktheit in politikwissenschaftlicher Absicht geht es um mehr. Politik wird durch und für Menschen gemacht. Folgerichtig geht die Anthropologie der Politikwissenschaft notwendig voraus. Jede Wissenschaft, die sich mit den Kristallisationen menschlichen Lebens befasst, tut gut an einer anthropologischen Fundierung. Und gerade eine Theorie der Verrücktheit als politische Form bedarf einer anthropologischen Konstruktion, die in diesem Falle im Rückgriff auf Hegel angereichert, rekonstruiert wird. Dieses Fundament ist notwendig, aber nicht hinreichend. Weil sich eine solche Theorie zugleich als Gesellschaftskritik versteht, bildet die gesellschaftliche Geburt des Menschen das Zentrum des normativen Überbaus. Verrücktheit irritiert. Verrücktheit irritiert uns als Individuen, Verrücktheit irritiert aber auch die Gesellschaft, die zugleich unadressierbarer Adressat einer solchen Theorie ist. Der jeweilige gesellschaftliche Umgang mit Verrücktheit, Inklusion, Exklusion, ist zunächst Symptom der Gesellschaft und insofern einer gesellschaftstheoretischen Betrachtung wert. Exklusion ist eben kein natürlicher Vorgang. Die Natur diagnostiziert nicht, sie selektiert lediglich anhand harter physischer Fakten. Die Gesellschaft jedoch exkludiert auf Grundlage einer kulturellen und damit immer relativen bzw. bedingten Wertung. So sind dissoziative Zustände in einigen Kulturen keineswegs als pathologisch gebrandmarkt, sondern eingebettet in rituelle Handlungen oder Ähnliches. Die Unterscheidung krank-gesund ist relativ zufällig. Sie ist als historisch gewachsen, gesellschaftlich und politisch bedingt zu verstehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass eine scharfe Abgrenzung von krank und gesund nicht möglich ist. Biologische Merkmale, etwa Genmarker, oder alle Ergebnisse, die durch die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften erzielt werden, sind kein hinreichendes Unterscheidungskriterium. Bei der diagnostischen Bewertung von psychischen Erscheinungen schwingen nicht zuletzt immer auch gesellschaftliche Mentalitäten mit. Wie entscheidend die kulturelle Wertung ist, macht schon die bereits erwähnte begriffliche Unterscheidung zwischen Störung und Krankheit deutlich. Mit der Einführung des Begriffs Störung, Dysfunktion, sollte eigentlich eine Stigmatisierung vermieden werden. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Heute ist Kranksein erlaubt. Eine Störung hingegen wird ganz im Foucault'schen Sinne als asozial wahrgenommen und dementsprechend exkludiert. Diese Exklusion erfolgt über Stigmatisierung.